Willkommen heute wieder zu einer Runde durch die Clicker Idle und Incremental Games. Das nächste Spiel ist Pickcrafter und da hat es jetzt gerade gestern, vorgestern ein weiteres Update gegeben, ein größeres Update, weswegen ich glaube, die Versionsnummer sich auch, ja, auf 4.6 ist es jetzt. Beim letzten Mal war ich noch vor Version 4.3. Ich weiß nicht genau, welche Versionsnummer es war, aber es hat einige Neuerungen gegeben. Zeit mal dort genauer nachzuhaken. Also hier seht ihr schon, meine Creeper gibt es jetzt gepanzerte Creeper. Und wie ich ja beim letzten Mal schon angekündigt hatte, endlich ist es mir gelungen. Ich habe alle Maschinen in der ersten Stufe freigeschaltet und werde die jetzt gleich mit euch durchgehen, wie jetzt der Effekt tatsächlich aussieht, was für eine Wirkung sie haben und ja, was jetzt hier eigentlich aktuell los ist, weil mit diesem Ding da, was das damit auf sich hat, soweit ich es schon rausgefunden habe. Aber fangen wir erstmal mit den Maschinen an. Schließlich habe ich da jetzt lang genug dran gesessen. Und ihr seht hier, mystische Frostmaschine ist auf Stufe, also beziehungsweise Stufe 2 kommt jetzt als nächstes. Stufe 1 ist fertig. Flammenfaust des Feuers. Genau, das eine ist jetzt erstmal. Damit wird die Spitzhackenfähigkeit verlängert. Das heißt, ich muss eine andere Spitzhacke ausrüsten, weil für die Explosionsspitzhacken funktioniert das natürlich nicht, weil das keine Dauern oder keine längere Spitzhackenfähigkeit ist. Dann die flammende Faust des Feuers. Da wird die Abkühlzeit gesenkt. Das kann ich euch gleich zeigen, weil hier, sobald ich da das Ding eingesetzt habe, was jetzt nicht ganz stimmt, hier steht ja nur minus 2 Sekunden, aber in Wirklichkeit werden 6 Sekunden zurückgesetzt. Also sobald jetzt hier der nächste Tropfen kommt. Und es ist letztlich random. Random, welche der Fähigkeiten, wenn ihr mehrere aktiviert hattet, welche diese 6 Sekunden gut geschrieben bekommt. Im Schnitt kommen die Tropfen alle 12 Sekunden. Das heißt, ihr spart euch, also, oder beziehungsweise sogar nur alle 18 Sekunden, glaube ich, waren es. Das heißt, etwa ein Drittel schneller kann dann so eine Abklingzeit zurückgesetzt werden. Mal gucken, jetzt sind wir bei 2. Mal sehen, bei 45 oder sowas kommt dann sicherlich die nächste. So, dann die dominante Maschine aus Eisen. Das ist jetzt die Creeper-Explosion. Das heißt, hier müsst ihr dann öfter klopfen. Genau, also 45 war es jetzt. Das heißt, neben dem normalen Creeper kommen noch 3 weitere, die entsprechend stark gepanzert sind. Und das Spannende ist tatsächlich, dass die dann ziemlich viel von dem Gunpowder fallen lassen. Also von dem Schießpulver, dann kann ich da natürlich sehr viel schneller auch Spitzhacke upgraden, wenn ich die denn mal, wenn ich denn mal in das nächste Prestige gehen sollte. So, genau, die ersten 3. So, die legendäre Maschine vom Ende. Also Perle um 1 pro Prestige. Es wäre natürlich schön, ich hatte es dann mal gelesen und dachte mir, ey, um 1 pro Prestige? Das heißt, würde ich mit jedem Prestige dann noch eins mehr bekommen? Aber nein, also ich stehe jetzt vor Prestige 31 und bekomme aber nur eins, weil es wäre natürlich spannend, wenn ich 31 Punkte dazu bekommen würde. Und ich bin immer noch so ein bisschen am Schwanken, ob ich jetzt tatsächlich den Prestige machen soll oder nicht. Oh, seltene Aufgaben. 50 Doro-Battles, das ist neu. Also das war gestern noch nicht da, weil da waren im Endeffekt nur die normalen Aufgaben, die im Endeffekt auch hier getrackt werden. Und ich soll tatsächlich, das heißt, das Spiel wird langsam etwas großzügiger, was die Runix angeht. Wobei das die andere Schwierigkeit, also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt 10 Tage so bleibt, weil aktuell ist es überhaupt, dass es überhaupt möglich ist, die Doggo Battle zu machen. Wobei ich da auch wieder nicht weiß, ob der hier tatsächlich auftaucht. Also machen wir erstmal den Boss. Und dann gucken wir mal, ob der Hund auftaucht. Gorgo ist relativ leicht erledigt, da müssen nur die Creeper ja angeklickt werden. So, also hier ist eigentlich ganz normal. Die Fragmente sind weiterhin recht selten. Ja, das Einzige, was jetzt auch geändert wurde, ist irgendwie die Reihenfolge von diesen beiden Feldern, weswegen jetzt der hintere, das ist, wo ich das mit den Picks zurücksetzen kann. Und es hat irgendwie so eine komische Verzögerung drin, aber naja. Als nächstes kommt leider die Hexe. Hier war es jetzt so, der erste Boss Rush war dann nach 10 Minuten resettet, dann konnte ich den wieder spielen, danach ging es eine halbe Stunde. Und ja, nach dem dritten Anlauf oder beim dritten Durchspielen hat es 1,5 Stunden gedauert. Mal sehen nachher, wenn ich gleich das mit euch ausprobiere, ob die Zeit noch weiter ansteigt. So, hier habe ich auf jeden Fall die erste Boss-Truhe, also die erste Event-Truhe, die von diesem Premium-Boss Rush da irgendwie kommt.
Und mal sehen, inwieweit die jetzt tatsächlich die entsprechenden Elemente drin hat, weil das, was ich bei dem Boss Rush auch bekommen kann, also Sonos Lautsprecher, Kronos Rad, Sand der Zeit und das Geheimnis der Zeit, habe ich mich schon gefragt, ja, wo tauchen die denn auf? Wo kann ich die denn benutzen und so weiter? Dann kann ich hier gleich die nächste freischalten und mache auch gleich die kostenlose Truhe auf, wo auch zumindest einmal Sand der Zeit drin ist. Ah, okay, jetzt tauchen sie hier auf, weil hier sind sie vorher nämlich nicht aufgetaucht, zumindest nicht alle. Weil die Champion der Zeit-Trophäe, die ist nämlich nur produzierbar, die ist nicht von alleine da gewesen. Genau, da ist nämlich dann das Besondere, weil ich habe die neuen Sachen gesehen und denke mir, ja, okay, und wo bekomme ich jetzt dieses komische Symbol her? Keiner hat das gedroppt, beziehungsweise keiner hat das mitgebracht irgendwo. So, dann habe ich mir nämlich überlegt, vielleicht sehe ich die ja irgendwie hier. Und ja, es war tatsächlich so, dass ich dann hier das herstellen konnte und hier werden diese vier Items verwendet. Und es dauert 3 Minuten, ein so ein Ding herzustellen. Das heißt, zeitlich ist es jetzt kein großes Problem, aber man muss halt erstmal die Sachen finden. Wenn ich davon ja jetzt ein paar habe, fehlen mir davon auf jeden Fall noch etliche Gegenstände, um da mehr herzustellen. Okay, also das Knappste ist jetzt wieder die Uhr. Schauen wir mal, dass wir da gleich noch ein paar bekommen. So, bei den Legendaries, da habe ich inzwischen die Spinnenseele auf 25 gebracht, womit ich letztlich ja eine der letzten drei Errungenschaften abgeschlossen habe. So, das heißt nämlich hier, die Legendary Artefakt Level 25 oder besser ist erledigt, der Schaman ist weg. Und jetzt fehlen mir halt bloß noch diese beiden, das Harvest Event und das Spooky Event, dass ich die beiden Events nochmal bekomme, um letztlich diese beiden Sachen zu aktivieren. Und was da nämlich dann noch die Frage letztlich ist, weil das ist nämlich dann hier über den Boss Rush, hier ist ja so ein bisschen erklärt, wie und was und wie, und auch wenn es verdeckt ist. Genau, also die speziellen Blöcke und die Runik, die 50, die ich da bekommen habe oder bekommen kann. Und es gibt eine spezielle Champion der Zeit-Trophäe. Inwieweit hier diese beiden Äxte oder die beiden Spitzhacken, wie auch immer man die dann nennt, wo die jetzt tatsächlich zur Verfügung stehen, weil eben das ist ja die eine, die jetzt nicht angezeigt wurde, aber die ich hier zumindest gegen 23 von diesen Teilen bekommen kann. Mal gucken, ob die irgendeinen sinnvollen Effekt noch hat mit dieser Zeitverlangsamung irgendwas. Und hier kann ich halt eben diese geschenkte Champions, wenn ich davon 90 Stück hergestellt habe. Mit den Maschinen war ich schon durch. Also wie gesagt, die sind jetzt alle in Stufe 1 aktiviert. Hier bei den Bossen bin ich im Moment auf dem Weg auf, ja, schon auf Stufe 8 zu. Bloß hier fehlt noch einer. Und im Moment ist eigentlich der einzige Boss, der jetzt noch zusätzlich auftaucht. Naja, wobei das eben über den Bossrad stattfindet, Pete's Radiergummi. Die Knochen sind nicht da, zumindest habe ich auch noch keine wieder, oder? Doch, also Papi-Behandlung, also ich hatte ein paar Knochen zur Verfügung, genauso wie das Cupid-Herz-Amulett, aber anscheinend bekomme ich die Sachen dann nicht, oder ich kann zumindest keine weitere Stufe kaufen, so dass ich hier letztlich keine PPS dazu bekommen kann, indem ich dort weiter aufsteige. Dann machen wir als nächstes mal so einen Boss-Rush und gucken mal, wie sich da die Stunden verhalten. Weil immerhin ist dort zumindest ein, beziehungsweise sind zwei neue Bosse, die vorher noch nicht da waren. Die Hexe fehlt hier an der Stelle, die wird nicht verwendet. Wahrscheinlich, weil die eigentlich dieses Problem hat, oder Problem in Anführungszeichen, da muss man ja hier zwischendurch das Biom wechseln. Und das klappt wahrscheinlich nicht, die einfach so hintereinander zu hängen. Deswegen sind hier nur die anderen. Die Bunnies waren ja so ein Event, der schießt. Das schießwütige Blatt Papier, dann das Herzchen, das Cupid und eben der Hund, wo sie das neue Spiel, was sie rausgebracht haben, gepusht haben. Das heißt, diese Sachen hier, das sind die, die immer mal zwischendurch jetzt anscheinend wieder auftauchen oder jetzt halt mit dem Boss Rush. Bevor wir in den Boss Rush gehen, werde ich aber doch nochmal was anderes machen, weil ich will euch noch die zwei neuen Spitzhacken, die ich bekommen habe und die ich auch schon untersucht habe, nochmal vorführen. Also eine neue Spitzhacke ist die Saphir-Spitzhacke. Das ist nämlich eine klassische Spitzhacke und was nämlich da jetzt auch zusammengekommen ist, wenn es noch gilt, mal gucken, ob hier neue. Okay, jetzt sind zwei neue Items. Das heißt,
dann gibt es hier eventuell noch eine zweite Spitzhacke, weil diese Spitzhacke fehlt mir jetzt aktuell noch. Die kann ich natürlich kaufen, weil das Geschenk des Champions kann es eigentlich nicht sein, was in der Ausrüstung fehlt. Und alle anderen Sachen habe ich jetzt mindestens einmal gekauft. Weil ich stand dann nämlich zumindest mal auf dem Status, dass ich tatsächlich 11.156 und 11.156 freigeschaltet habe, aber jetzt fehlen mir hier schon wieder zwei Sachen. Ich denke, die Spitzhacke werde ich heute nicht bekommen, aber irgendwann werden wir uns hier wiedersehen und ich dann hoffentlich wieder alles zusammen haben. Hier wollte ich jetzt nichts weiter vorführen, weil die hat jetzt keine besondere Fähigkeit, außer dass sie halt dann die Sachen zerstört. Und danach kam nämlich mit dem neuen Boss, Paper, irgendwas. Und der hat zwei Spitzhacken mitgebracht. Die eine konnte auch direkt gegen, also der normale Bleistift, der konnte gegen eben diese Papierschnipsel erworben werden. Also hier diese Spitzerreste. Der hingegen konnte nur in der Kiste gefunden werden. Und da habe ich 10 bis 16 Gesten bisher gefunden und ich habe im Moment keine Idee mehr, was die anderen 6 sein sollen. Deswegen mache ich jetzt zuerst mal hier den mit euch und zeige euch mal, was hier die 4, ja, wobei ich weiß noch nicht, ob ich alle 4 zeigen kann, weil nach einem reicht, bricht er auf jeden Fall ab, aber ich kann euch zumindest mehrere zeigen. Also, fangen wir erstmal an, das zu aktivieren. So, dann kann ich euch hier schon mal zeigen, wie diese blauen Sachen dabei helfen, jetzt eben hier die Spitzhackenfähigkeit zu verlängern. Die kommen auch am Anfang noch recht regelmäßig, so dass ich das tatsächlich voll bekomme, aber die werden dann immer seltener. So, die erste Fähigkeit hier ist das X und dann habe ich diese nette Bleistiftdarstellung. Und jetzt mit den nächsten drei Symbolen oder beziehungsweise mit den drei Symbolen, die da möglich wären, ist es so, dass damit das Ding abgeschlossen wird. So. Das heißt, das ist der Dreieck, also das Dreieck, womit so ein Brenner-Effekt ausgelöst wird. Das hier bleibt derweil erhalten, also das X lässt sich damit kombinieren. Die anderen beiden, also Dreiecke mit von wegen brennender Stift. Das andere, der Kreis ist eine Blockexplosion, also so wie wenn ihr einen Creeper explodieren lasst, müsst ihr einfach nur einen Kreis zeichnen. Und ein Quadrat, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, was das eigentlich jetzt für eine Spezialfähigkeit ist, weil es auch irgendwie nicht so richtig rüberkommt. Aber das ist dann auch irgendwie, ja, dass man wohl nur mit einem Klick dann ja, Blöcke abbaut, was jetzt keinen so großen Unterschied macht, ob die jetzt so sind oder so. So, anscheinend doch, den Creeper kann ich auch erwischen, aber man kann die natürlich sehr schlecht erkennen. Deswegen ist das mit dem X jetzt nicht so sinnvoll, tatsächlich zu benutzen. Und da der Block sowieso aktuell ist, geht das eh ziemlich schnell. Deswegen macht es keinen großen Unterschied, ob das jetzt mit einem Klick zerstörbar ist oder ich eigentlich hier zwei Klicks brauche. Ja, also das zumindest schon mal zu den, ja, zu den 4 Gesten, die mit dem Stift verbunden sind. Und als nächstes dann nach den Bossen, das dauert jetzt eine Weile, bis der abgeklungen ist, dann zeige ich euch nochmal, was ich hier jetzt so für Gesten bisher gefunden habe. Also, gehen wir einmal die Bosse durch und kämpfen die. So, hier ist es jetzt so, da die Bosse nacheinander kommen und relativ viel Zeit brauchen, kann ich leider hier nicht darauf warten, das freundschaftlich zu lösen, sondern gehe hier, ja, den harten Weg, zumindest für Fleischklops. So, als nächstes die Business Bunnies. Also das ist eher random, wie die dann abgewechselt werden. Man sollte eben nur möglichst zügig sein. Man bekommt nur einen Teil der Zeit, die abläuft, zurück. In der Hinsicht ist es zumindest, damals waren ja, oder dass die Bunnies hatten ja kein Problem, wenn die Zeit abläuft, ist ja trotzdem nichts passiert. Aber jetzt brauche ich halt die Zeit, weil vor allen Dingen manche Bosse ziemlich viel, ja, oder ziemlich langsam sind, bis sie mal besiegt werden können, weil bis der jetzt hier seine Creeper losgeschickt hat, das dauert und dauert und dauert. Zumindest wird er ein bisschen schneller, wenn dann die Hälfte der Energie runter ist. Wer kommt jetzt? Okay, Pete, Paper Pete. Ganz am Anfang, beim ersten Mal, wo ich ihn hatte, hatte er eigentlich Buchstaben und andere Symbole. Inzwischen hat sich das ziemlich vereinfacht. Und das Lustige ist auch, dass man hier einfach trotz Linien oder Sachen das nicht sehr, sehr genau zeichnen muss. So, das Dreieck. Und hier ist dann immer ganz lustig, wie klein man das machen kann. Okay, das hat nicht gereicht. So, so.
Okay, jetzt keine Experimente mehr. Ich brauche die Zeit noch. So, Dogo geht jetzt zum Glück sehr, sehr schnell. Ich muss halt nur das runterfallende Zeug, weil hier ist es umgekehrt. Ich muss ihn füttern, muss ihn nicht kaputt machen. Ja, muss halt nur das Zeug da anklicken. Egal wie ungesund ich ihn ernähre, Hauptsache er ist satt. Genau, und das ist wieder einer, der ziemlich lange dauert. Weil ich natürlich erstmal hier und da ist immer das Gute, wenn ich es schaffe, ihn zumindest nach zwei Sachen klein zu bekommen. Okay, wenn ich unterhalb des Tees beim ersten Mal bin, sind die Chancen gut, dass ich beim zweiten Mal tatsächlich durchkomme. Aber es klappt nicht immer. Genau, bei Cupid bin ich mir immer nicht hundertprozentig sicher, wie das dann tatsächlich funktioniert. Also natürlich erstmal die Pfeile abwehren und ansonsten jetzt die roten anklicken. Und dann die grünen, bis er dann wieder verfügbar ist und ich ihn dann wieder weiter anklicken kann. Wobei ich nicht weiß, was es macht, wenn ich da irgendwie die falschen anklicke. Inwieweit dann da ja, die Zeit schneller oder langsamer läuft oder irgendwas. Das macht auf jeden Fall keinen großen Unterschied. Oh, da steckt noch ein Pfeil fest. So, der ist dann auch wieder nochmal recht zügig, vorausgesetzt die Rotkopfmützen tauchen schnell genug auf. Dann geht das sehr, sehr schnell vorbei. So, das heißt aber für die anderen Bosse, vor allen Dingen für die neuen, da brauche ich noch ein bisschen Zeit. Vor allen Dingen bei dem Kronos-Typen weiß ich immer noch nicht hundertprozentig, wie das funktioniert. Okay, Sonno, da ist es so, dass der Balken, der hier rumwandert, angeklickt werden muss, wenn der oben da ist. Also beziehungsweise wenn der halt diesen Dingsbums da erreicht. Und dann, je länger man das halt schafft, desto schneller wird er und desto mehr Schaden macht es dann aber auch. Und bei dem habe ich immer noch nicht verstanden, was das jetzt genau bedeutet. Also ich muss hier irgendwie das Ding schaffen, umzudrehen und kann ihn eigentlich nur anklicken, genau, wenn er rumgedreht ist, also wenn diese Uhr erreichbar ist. Das ist sozusagen so ähnlich wie bei dem Typen mit dem Pflaster. Also wir haben jetzt wieder Zeit, Kronosrad, Sonos Lautsprecher und Sand der Zeit. Also wieder ein paar Zutaten. Hier haben wir vorhin jetzt welche gefehlt. Davon ist, glaube ich, eins und davon brauchen wir mehrere. So, ein paar Anspitzerdinger sind bekommen. Von den Missionen her, ich habe jetzt 4 Battles mit Do gemacht und es bleibt jetzt bei 1,5 Stunden wahrscheinlich. Also es bleibt jetzt so. Aber das heißt hierfür 46, 1,5 haben wir schon mal 69 Stunden. Naja, in 240 Stunden, also in 10 Tagen wäre das vielleicht machbar, wenn man sich da ein bisschen ranhält und sich das zu Gemüte führt. Aber geschenkt werden einem die 50 Runix da auf jeden Fall nicht. Da muss man schon einiges für leisten. Wieso bist du eigentlich zurückgesetzt? Ich hatte dich doch gar nicht aktiviert. Hättest du eigentlich jetzt noch voll sein müssen. Naja, dann machen wir jetzt mal die nächste Boss-Herausforderung, weil hier haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Also, welche Lichter gehen dir auf heute? Unten, 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 oben. So, und jetzt eben das Problem, weswegen sie aus meiner Sicht nicht in dem Boss-Rush ist, dass sie halt hier ein anderes Biom wechseln will. Und rechts, links, unten, unten, oben. Rechts, links, unten, unten. So, erledigt. So, und da jetzt wahrscheinlich kein Doggy auftauchen wird, ist wie gesagt, dass man das nur über die 1,5 Stunden schafft. Genau, aber Pete the Paper ist verfügbar. Okay. Weil der ist eigentlich auch ein Spezialboss, der im Moment nicht generell aufgetaucht ist. Vielleicht kriegt man die ja dann doch über das Ding da unten. Dann wechsle ich mal zurück und guck mal noch ein bisschen durch, welche Bosse hier sich jetzt noch erwischen lassen. Okay, da aktiviert sich jetzt gleich die Spitzhackenfähigkeit. Also 10 sind mir ja inzwischen bekannt. Ich werde euch erstmal die zeigen, die jetzt noch keine besondere Fähigkeit auslösen, sondern die dann nur als ja, Info wieder da sind. Das erste sind nämlich hier die Buchstaben. Die hatte ich schon mal, also leider geht nicht jeder Buchstabe oder wie auch immer das sonst so aussieht. Also erstmal wieder wegradieren. So, dann ist das T und dazu, wenn man das T hat, dann kann man das I noch machen.
Okay, wenn es funktioniert. So. Und das N, wenn es denn mal will, und das V. Was diese Buchstaben machen, bedeuten, ob sie überhaupt irgendetwas machen, ob man die irgendwie kombinieren kann, keine Ahnung, habe ich bisher nichts weiter rausgefunden. Das I zum Beispiel lässt sich ja nicht sinnvoll kombinieren, weil es ist ja eh bloß da. Und wenn man sie einmal wieder gezeichnet hat, nachdem der aktiv war, passiert damit auch nichts mehr. So, das erste Mal, wenn ihr dieses Symbol macht, habt ihr ein paar Runics bekommen. Leider lässt sich das nicht wiederholen. Und wie gesagt, das kommt immer nur einmal, dann je Dingsbums-Darstellung. Und jetzt mache ich noch zum Abschluss einen Kreis, das wie gesagt so eine Block-Explosion darstellt. Und ansonsten sind die anderen das X, das Quadrat und das Dreieck, also die Gesten, die halt auch bei dem anderen Stift greifen. Was jetzt die verbleibenden 6 sind, habe ich noch nicht rausgefunden, habe auch noch keinen gefunden, der das tatsächlich, wo das irgendwie nachzulesen gewesen wäre. So, dann machen wir jetzt den nächsten Piet. Also Strich, Kreis, Kreis. Wird trotzdem als Viereck erkannt und hier kann ich jetzt das Ding machen. Also es muss nicht exakt genug sein, die hat eine ziemlich hohe Fehlertoleranz, was diese Zuordnung angeht. Okay, also Doggy kann auch hier gemacht werden, das heißt für mich zumindest, da ich ja sehr, sehr viele Picks zur Verfügung habe, kann ich das tatsächlich erheblich verkürzen. Aber ich muss mich auf jeden Fall hinsetzen, etliche Bosse farmen, um ja, hier diese Quests, also die Seite ist eben auch neu, um hier die Sachen zu aktivieren und dann mir zumindest noch 50 Runik tatsächlich schwerstens zu erarbeiten. Ja, also da ist irgendwas irgendwie ein bisschen träge, seitdem wir das da geändert haben. Das hier lässt sich nicht mit den Picks zurücksetzen, aber ist ja jetzt letztlich auch nicht notwendig, wenn tatsächlich die Hunde so auftauchen. Und dann machen wir den jetzt noch fertig. Dann habe ich zumindest 5 Bosse davon. Normalerweise ist der eigentlich grün gewesen. Jetzt in der Boss-Battle bleibt das Ding dann rot, weil das wahrscheinlich einfach nicht umgeschaltet wird. So, und damit hat er auch seine Puppy-Behandlung. Und jetzt gucke ich mal nach, ob es tatsächlich jetzt den Fressapf für ihn nicht in einer neuen Stufe gibt. Weil wenn ich den ja jetzt wenigstens hier schon aktiviere, dann müsste es ja eigentlich auch den Fressnapf zu aktivieren geben. Weil den gab es, aber eben nur auf Stufe 1. Also keine Ahnung, warum der Fressnapf nicht weiter ausgebaut werden kann. Mal gucken, hier sind die Trophäen und die seltenen Items. Also das war das mit den Bunny-Sachen. Das konnte bisher auf Level 6 gemacht werden, kriege ich aber jetzt auch nicht weiter. Weil ich weiß gar nicht, ob ich die Moorrüben bekomme. Das waren nicht die Karotten, das waren hier die BB-gebrandmarkte Seelenkarotte. Vielleicht taucht es auch nur auf, wenn ich tatsächlich so viele habe, dass die nächste Stufe erreichbar wäre. So, genau, der Besen, Meatloaf und so weiter, Riptides, das sind die normalen, genauso wie der Maulwurf. So, dann Cupid, da gab es auch nur eine Stufe, gab es bisher kein weiteres. Gorgos normal, genau, und hier ist der Dogos Schüssel. Habe ich eigentlich auch schon Level 3, das heißt, ich habe schon mehrere davon gekauft, aber sie werden im Moment nicht angezeigt im Shop. Also das scheint irgendwie immer nicht so rund zu funktionieren. Während Pete's Radiergummi, der ist ja schon wieder da. Also der Radiergummi war ja hier jetzt schon aufgelistet. Da kann ich auf jeden Fall mit 35 dann die nächste Stufe bekommen. Also ja, wie gesagt, etwas merkwürdig. Ansonsten eben die legendäre Maschine ist auch das, wie ihr seht, bei den anderen hier bin ich schon wieder bei 5 und hier dauert es noch ziemlich lange, bis ich da dann endlich die nächste Stufe bekomme. Zumindest hat sich erstmal die Anzahl nicht erhöht, es bleibt bei 23, ob das dauerhaft so bleibt, keine Ahnung und es wird wahrscheinlich ziemlich lange dauern, bis ich da noch eine weitere Stufe vervollständige. Was mir gerade noch einfällt, ich werde jetzt mal noch die nächsten AMP-Codes einlösen. Da war es einmal jetzt so, dass tatsächlich ein Runic-Code gemacht wurde, der aber im Gegensatz zu den anderen Codes, die bald 1 bis 2 Monate gehalten haben, dann tatsächlich nur 24 oder 48 Stunden funktioniert hat und sich dann nicht mehr hat einlösen lassen. So, das letzte, was ich an den Dingern eingelöst habe, war 7. O7.
Das heißt 7-Eleven. So, mal gucken, ob da irgendwas. Wobei das wahrscheinlich eben nur normale Kisten sind. Das Beste, was ich noch mit rausbekommen kann, sind eigentlich so ein paar Scherben. So. Freitag der 13. Kiste. Das war wieder ein Artefakt mit dabei. Naja. Davon lassen sich die Sachen oder diese Teile lassen sich sehr, sehr leicht grinden. Boah, was für eine Ausbeute. Naja, immerhin waren bei den Kisten ein paar Artefakte dabei, die jetzt hier auch oben einsortiert werden, statt dass hier unten dran hing. Mal gucken, ob jetzt hier, weil hier unten stand ursprünglich mal irgendwas, dass es glaube ich nur 180 irgendwas in der Dreh gespeichert werden können. Aber aktuell ist es egal. Die schwachen brauche ich eh nicht. Und mal gucken, ob ich jetzt hier schon, ja, da kann ich zumindest einen mit Schlossöffner schon mal wieder verbessern, weil jetzt muss ich ja nicht mehr auf meine 25er hinarbeiten und kann einfach die niedrigsten ausgeben. Spitzhackenanzünder. Naja. Wäre natürlich schön, wenn noch ein paar ungeduldige Schlossöffner dazu kämen. Damit bin ich mit den Codes auch wieder aktuell. Da ist jetzt noch die Frage mit den neuen Spitzhacken. Also mehrere hängen natürlich mit dem Event zusammen. Genau, dann müssten ja eigentlich hier die Spitzhacken angezeigt werden, wenn sie denn in den Kisten sind, aber anscheinend werden die hier noch nicht wirklich angezeigt. Die Sonokron-Spitzhacke, das ist die, die ich im Shop bekommen kann. Also die ganz regulär hier zur Verfügung steht. Aber eigentlich müssten ja dann, also da ja hier normalerweise auch die Ender-Spitzhacken und die Sachen, die in Truhen gefunden werden können, mit drin sind. Genau, das ist noch die, die mir aus der Ender-Dings noch fehlt. Aber das ist doch nicht die, die hier in dem Info-Ding angezeigt wird. Nee, das ist noch eine andere Truhenspitzhacke. Genau, und das sind halt die beiden neuen Bosse, die habt ihr jetzt schon gesehen. Und die verschiedenen Items, Elemente. Also das sind zwei von den Sachen, von den vier, die gebraucht werden, um das hier herzustellen. Und es gibt halt dann nochmal das als Bonus. Die eigentliche Frage ist jetzt immer noch, das Prestige tatsächlich zu machen. Zumindest kann ich ja dann vier Punkte bekommen. Und könnte damit eben hier ein bisschen was transzendieren. Mal gucken, wie haben sich da die Preise geändert? Hat sich nichts geändert. Also der Leerlaufbaum, beziehungsweise den Truhenbaum, den kann ich eigentlich nur einmal transzendieren und dann war es das. Und dafür sind dann halt, ich denke, eine ganze Menge weg. Ich hoffe, dass die mystischen Sachen natürlich auf jeden Fall alle bleiben. Ah, da kann ich übrigens ein paar neue Dinger bauen. Die Boss-Items sollten auf jeden Fall alle bleiben. Das wäre ja auch schlimm, wenn da jetzt irgendwas gelöscht wird beim Reset. Die zeitlich bedingten Sachen, also die Karotten und der Klee, wird mit Sicherheit verschwinden, weil die werden da nicht aufgeben. Aber die haben jetzt auch keinen weiteren Effekt, weil ich kann nichts dafür kaufen und die sind auch sonst ziemlich irrelevant. Und die Sachen, da die aktuell relevant sind, sollten die auch bleiben. Also mache ich mit euch noch ein Reset, fange das ganze Spielchen dann von vorne an. Aber natürlich erstmal mit meiner Lieblingsspitzhacke wieder. Auch wenn ich die dann erstmal aufleveln muss. Immerhin sollte das dann um einiges schneller gehen. Ist ja lustig, dass die da unten jetzt so komisch ausgeblendet werden. Der Button könnte auch woanders sein, weil es ist sicherlich ziemlich ungeschickt, dass hier ausgerechnet die Creeper auftauchen, genauso wie hier. Also ja, das ist nicht so optimal. Also mal sehen, wie weit jetzt auch die Anzahl hier natürlich weiter ansteigt. Von 11.158 müssen ja eine ganze Menge von den Items dann wieder neu geholt werden. Aber ich werde ihn jetzt trotzdem mal zurücksetzen, damit ich das nicht alles umsonst abbaue, wenn ich dann von vorne anfange. Ansonsten die Creeper, ich glaube, der erste standardmäßig hat bei mir inzwischen 10 Blöcke. Und ihr habt jetzt gesehen, wenn ich alle durchgemacht habe, bin ich jetzt bis 94 gekommen. Also da habe ich fast einen Boss komplett, allein in dem Moment, wo ich alle Creeper platt gemacht habe. Naja, mit blauen geht's auch. Gut. Soweit. Genau, wieder zwei Zungen, aber ja, kein
Fragment für irgendwie eins von den nächsten Dingern. Genau, das ist der Nervbolzen, mit dem man dann diesen Feuerball hin und her schießen muss. So, also einmal Reset. Genau, dafür muss ich ja nur Pix verwenden, habe ich ja zum Glück genug. Hat er jetzt automatisch die Spitzhacke in die richtige Spitzhacke gewechselt, weil da musste man ja früher immer die richtige bekommen. Und das war jetzt sozusagen der Bonus für die Scherbe, dass ich ein Prestige-Item mehr bekomme. Aber er hat jetzt tatsächlich auf die Enderspitzhacke gewechselt, weil die hatte ich nicht ausgerüstet. Okay, dann wechsel mal zurück auf die Spitzhacke, damit ich meine Mobs bekomme. Und als erstes gebe ich jetzt natürlich die Endersachen aus, und zwar für die Truhengeschichten, weil ich will hier den ungeduldigen Schlossöffner noch weiter pushen. Okay, ich kann schon Spitzhacken upgraden. Gut. Ah, das ist natürlich schön, dass er jetzt das mit den Spitzhacken, das ist mir gar nicht aufgefallen bisher, aber es ist auf jeden Fall sehr schön, dass die Runik-Upgrades nicht mehr als upgradebar Spitzhacke angezeigt werden, weil das war unglaublich nervig. Und so war es auch nicht ersichtbar, dass irgendeine andere Spitzhacke letztlich upgradet werden konnte. Ja, das machen wir gleich. Also erstmal den Truhenbaum transzendieren. Ja. So, und jetzt habe ich den viermal transzendiert und mal gucken, wie viele Fertigkeitspunkte von den 109, die ich bisher angesammelt habe, ich jetzt hier wieder ausgeben kann. Also 1, da kann ich nichts ausgeben, da auch nicht. So, 2, 3, den habe ich nicht getroffen. Okay, jetzt sind 10. Also 10 Fertigkeiten ausgegeben. Das heißt, ich brauche jetzt nur noch 550 Teile, um die nächste Truhe zu bekommen. Auch nett. Aber natürlich wäre es mir lieber gewesen, wenn das natürlich stärker ansteigen würde. Aber ich konnte leider nur 1 investieren. Immerhin jetzt 75 Fertigkeitenpunkte hier drin. Und dann geht's in den nächsten Durchlauf. 3 Spitzhacken, beziehungsweise die vierte ist, glaube ich, auch noch von hier abhängig. Ne, Kaktus ist erst im nächsten Biom wieder. Also 3 habe ich jetzt schon verbessert. Wir waren bei 58. 86 Items sind jetzt durch ein Prestige wieder hinzugekommen. Genau, das ist ja eigentlich das, was ich dann mache, dass ich alles durchrasche. Wobei ich natürlich im Moment sehr, sehr schnell die Items bekomme. Na, ich muss ja deswegen keine Truhe kaufen. Nein, lass mich in Ruhe. Aber ich will meine andere Spitzhacke wieder haben. Also, wo ist meine Creeper-Spitzhacke? Die ist ja noch nicht genau aufgelevelt. Das heißt, da brauche ich noch einiges an Schießpulver, bevor ich die aufleveln kann. Ah ja, da kommen jetzt meine ersten Schießpulver-Lieferanten. So, mal gucken, wie viel ich jetzt mit denen eigentlich zusammenbekomme. Schade, dass da nicht die Anzahl steht. Aber kann ich auch hier dann nachgucken. Hey, meine Karotten sind anscheinend doch nicht weggeschmissen worden. Sehr schön. Und die natürlich auch nicht. So, 53. Das heißt, ich brauche eigentlich nur 6-mal diese Typen zu bekommen. Und dann habe ich meine Spitzhacke auf dem aktuellen Niveau. Sehr schön. So, den lasse ich jetzt wieder entspannt durchlaufen. Weil hier muss ich ja nicht unbedingt was machen, um ihn dann wirklich anzugreifen. Außerdem läuft die Zeit relativ schnell durch jetzt. Okay. Hey, da kommt der nächste Creeper. Das ist nämlich dann blöd, weil man die Dinger nicht schnell genug freischalten kann. Und dann die Creeper sonst wieder weglaufen. So, jetzt habe ich auch gleich eine Spitzhacken-Explosion bekommen. Und der nächste Boss ist schon wieder fertig. So, dann gucken wir gleich mal hier, dass die Sachen fertig gekauft werden können. So, damit ist das Biom eigentlich abgeschlossen und ich muss jetzt das nächste Biom noch freischalten. Jawohl. Es ist auf jeden Fall ziemlich aufwendig, diese andere Mission dann zu erfüllen. Weil wenn ich nur mal Pi mal Daumen durchgehe, also mal angenommen, der kommt, okay, Pete ist auch dabei, der Hund ist dabei, dann sind die normalen Standard 5 Bosse. Pete, Corgo Ball, dann Hexe, Meatloaf und Drip. Das heißt, die 6 sind da, plus den Hund ist 7. Das heißt, wenn ich da eine Chance von 1 zu 7 habe, dann ist die Chance fast genauso groß wie hier mit 1 zu 10, wo ich ihn auf jeden Fall einmal bekomme. Und ich muss ja, wie waren das, 50 davon, also entweder 350 bis 500 Bosse muss ich platt machen, um die 50 Honig zu bekommen. Also das ist schon
ein hartes Stück Arbeit. Hier helfen sie mir natürlich dann auch schnell die Blöcke abzubauen, wenn sie dann schön in die Luft fliegen. Und dann mehrere hundert Blöcke im Nu abzubauen. Also in der Hinsicht ist dieser Creeper-Block mit der hilfreichste anscheinend. Die Frostmaschine für das Verlängern der Spitzhackenfähigkeit ist natürlich bei der irrelevant, weil die keine laufende Fähigkeit hat, sondern nur explodiert. Das Zurücksetzen ist dann auch nicht so relevant. So, die Creeper sind also sehr, sehr spannend an der Stelle. Das heißt, dass die, vor allen Dingen, weil ich ja eine sehr hohe pro Block, den ich eigentlich abbaue, bekomme ich 10 oder also 13, glaube ich, aktuell. Mal gucken. Das muss ja hier irgendwo im Fähigkeitenbaum stehen. Glück der Blöcke. Genau, Glück der Blöcke. Bin ich jetzt plus 12. Also insgesamt 13 Blöcke pro zerstörten Block. Und das macht bei den Creepern, wenn die zwischen 10 bis 20, 25 Blöcke zerstören, ist das natürlich ungemein hilfreich. So, und damit dürfte das nächste Level auch schon abgeschlossen sein dann, ohne dass ich da so viel machen muss. Ach ja, genau, die Items gibt es ja auch noch dann, die speziell in den Biomen dann relevant sind und nur für die Biome existieren. Neben den Spitzhacken und der Kleidung, die dann immer weiter aufgelevelt wird. Ist schon lange her, dass ich den letzten Durchlauf gemacht habe. So, dann kann ich jetzt die Spitzhacken hier gleich wieder anheben, bevor ich dann ins dritte Biom wechsle. Und dann wieder zurück zu meiner Creeper-Spitzhacke. Die kann ich jetzt auch schon verbessern, habe schon genug abgebaut. Der ist nämlich auch schon auf dem aktuellen Stand. Ich kann mit der eigentlich durch die ganzen Level durchraschen. So, und damit sind wir in der Eiswüste angekommen. Und mach mal den Pete noch fertig. Strich, Strich, Strich. Aber ich denke, das reicht dann auch soweit für heute. Die nächsten Ebenen habe ich ja schon oft genug jetzt durchgespielt. Da werde ich jetzt nicht extra machen. Oh, als nächstes kommt der Hund wieder. Doggy Style. Soweit heute von Pickkräfter mit dem aktuellen Boss Rush Event und den Möglichkeiten jetzt hier eben bestimmte Aufgaben zu machen. Ich bin mal gespannt, wie viele von diesen Aufgaben dann tatsächlich auftauchen und warum das Tracken 2 von 3 hier in irgendeiner Form eine Relle. Ah! Mustafa liest One Quest trackt. Okay, das heißt, ich kann das hier abschalten. Das heißt, ich muss mir die da drüben dann, also muss die dann da gar nicht aktiviert halten. Weil eigentlich ist mit den Truhen ist eh wurscht, weil die werden ja eh automatisch eingelöst. Da wäre es aber gut, wenn das Ding hier irgendwie mit dem ganzen Teil abschließt. Zumindest das Boss und das Dogo-Battle, das ist auf jeden Fall noch interessant. Jetzt genug für Pickkräfter für heute und weiter zum nächsten Spiel.